das Bundesministerium für Verkehr. Also, so unser Nächstes. Zack und rein. Schluss mit der Drängelei jetzt. Und du hast wohl auch schon lange nicht mehr, was? Nur Marienmann, meine Frau wartet. Halt die Klappe, du gehst mir auf die Nerven. Die Wochenshow. Die witzigsten Nachrichten der Welt. Mit Ingolf Lück. Anke Engelke. Marco Riemer. Bastian Pastewka. Die Wochenshow. Die witzigsten Nachrichten der Welt. Hallo, guten Abend und ganz herzlich willkommen zur Wochenshow. Mein Name ist Ingolf Lück und das sind unsere Themen. Armselig, Wiener Wald dreht einen neuen Werbespot. Skandalös, bei Billigwerkzeugkästen fehlt oft der Hammer. Delikat, Essen auf Rädern jetzt auch in China. Und toll, Grundstück für einen neuen Schürmannbau gefunden. Und nun, meine Herren, schalten wir live nach Bonn. Dort sind bislang unbekannte Täter in die Parteienzentrale der PDS eingedrungen. Sie fordern, wie ich höre, 1 Million Mark aus der Parteikasse. Wir sind jetzt live mit dem Anführer der Bande verbunden. Hallo. Herr Innenminister Kanter, sagen Sie, haben Sie denn gar keine Skrupel, die armen PDS-Mitglieder auszurauben? Das sind doch nicht etwa die Ärmsten der Armen vom Einkommen her. Na gut, ja. Okay, aber mussten Sie denn gleich so viele Geiseln nehmen? Wo ein Täter ist, ist auch ein Opfer. Sie scheinen da ja jede Menge Erfahrung zu haben, Herr Innenminister. Welche Verbrechen betreiben Sie denn sonst noch? Zum Beispiel auch gewerblichen Kraftfahrzeugdiebstahl oder Rauschgifthandel. Ich könnte Ihnen stundenlang weiter erzählen. Nein, schon gut. Schon gut. Stimmt es denn, dass Sie die Geiseln erschießen wollen, wenn Sie kein Geld bekommen? Das halte ich für notwendig. Ja. Sie haben ja auch noch Komplizen. Den Weigel, den Hinze, den Blüm. Halten die das denn auch für die richtige Lösung? Die wollen gar keine andere. Das sind Berufsverbrecher. Verstehe, verstehe. Aber zählen denn für Ihre Bundestagsmafia gar nicht mehr Begriffe wie Anstand, Moral oder Nächstenliebe? Im Bereich der organisierten Kriminalität ist für alle diese Argumente kein Raum. Hallo hier, hallo. Ja, dann viel Erfolg. Und, ach, Herr Minister, lassen Sie doch bitte wenigstens den Gysi am Leben. Das versuche ich. Vielen Dank. Das war Manfred, der Pate. Starttrainer Giovanni Trapattoni vom FC Bayern München hat in dieser Woche seinen ersten deutschen Satz gesprochen. So konnte er den Bayern endlich klar machen, dass er eigentlich nur zum Oktoberfest wollte. Deshalb suchen die Münchner ab sofort nach neuen Mitarbeitern für die kommende Saison. Wir vom FC Bayern sind ein mittelständisches, dynamisches Familienunternehmen mitten in Bayern. Und wir sind immer gut drauf. Wir stellen ein 20 Stürmerinnen, 10 Trainerinnen, 5 Managerinnen und einen Busfahrerin. Wir bieten Fortbildung und Umschulung, volle Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und jede Menge Spaß. Ich verdiene sehr gutes Geld und darf jeden Samstag auf einem wunderschönen grünen Rasen Fußball spielen und vor vielen Zuschauern. Also, nochmal zum Mitschreiben. Wirklich spielen noch. Jugendartist, 2 Saisonen spiele ich immer. Europameistermannschaft, der UEFA-Pokal und die Bundesliga. Alles klar? Dann bewerben Sie sich jetzt. Und so finden Sie uns. Zuerst nach McDonald's, die Ampel rechts und gleich wieder links. FC Bayern, mehr als nur ein Job. Der Wettbewerb auf dem deutschen Zeitschriftenmarkt wird immer härter. Vor allem Fernsehzeitschriften wie TV Schmutzfilm, TV Schmecken und Fühlen und das Traditionsblatt Hör auf! Kämpfen um die Gunst der Leser. Trotzdem versucht nun eine neue Programmzeitschrift den Markt zu erobern. Sag mal, Schatz, hast du gestern diesen tollen Film gesehen? Ich weiß nicht, wie hieß der denn? Na, du weißt schon, dieser... Na, auf welchen Sender kam der denn? Kennen Sie das? Sie wissen nicht mehr, was Sie gestern im Fernsehen gesehen haben? Oder am Tag davor? Kein Problem.
Denn jetzt gibt es die neue TV Yesterday. Ja, TV Yesterday bringt Ihnen das ausführliche Programm der letzten 14 Tage. Die neue TV Yesterday. Und Sie wissen, was gelaufen ist. Ab sofort am Kiosk. Auch heute, meine Damen und Herren, zeigen wir Ihnen noch einmal große Momente der Geschichte mit Hintergrundinformationen und Bildern, die Sie so bislang noch nie gesehen haben. Sozusagen Geschichte aus erster Hand. Die Wochenschau in der Wochenschau. I have a dream. Ich wusste nicht, was kommt, ich wusste nicht, wann es kommt. Übergeordnete Finanzen zu einem geordneten Staat. Sie sind ruhig. Sie sind ruhig und entspannt. Hören Sie mir genau zu. Sie sind eine Nussecke. Hören Sie? Eine Nussecke. Eine Nussecke. So, jetzt gehen Sie hoch und sagen es allen Leuten. Eine Nussecke. Ich bin eins, Berlin. Nicht Berliner, Nussecke. Ich bin es hier. Am Dienstag, meine Damen und Herren, trafen sich Regierung und Opposition zum sogenannten Rentengipfel. Die Gespräche wurden jedoch vertagt, weil es keine Erdnussflips mehr gab. Doch es gibt einen Mann, der behauptet, die Renten sichern zu können. Mein Kollege Bastian Pastewka hat ihn besucht. Neben mir steht Herbert Görgens, ein Mann, der endlich einen Weg gefunden hat, wie man die Renten sichert. Guten Tag, Herr Görgens. Ja, Tag auch. Und schöne Grüße an alle Tierfreunde und Frührentner auch. Dann schießen Sie mal los, Herr Görgens. Wie kann man die Renten sichern? Jawohl. Man macht einen Zaun drumherum aus 2 mm Kaninchendraht und an das Türchen ein BKS-Schloss dran. Bitte? Ja, dann können Sie nicht mehr weglaufen und sind sicher. Wer ist sicher? Die Enten. Renten, Herr Görgens. Wir reden von Renten. Ach so. Ich kann aber Enten nachmachen, soll ich? Das kann ich auch. Komme ich jetzt ins Fernsehen? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Auf nun mache ich gut. Andro, Andro. Der Nachrichtenüberblick. Berlin. Der Deutsche Ärztekongress fordert in seiner Abschlusserklärung einen bewussteren Umgang mit Lebensmitteln. Die Mediziner kritisieren vor allem den maßlosen Verzehr von Süßigkeiten. Schokolade. San Jose. US-Präsident Bill Clinton traf gestern zu einem Kurzbesuch in Costa Rica ein. Beim Empfang auf dem Flughafen erlitt der am Knie verletzte Präsident einen plötzlichen Rückfall. Hi there. Hey, this is really great. It's just like Wolfgang Schäuble. Wow. Moskau. Russlands Präsident Boris Jelzin empfing in dieser Woche das spanische Königspaar. Ein gemeinsames Handelsabkommen der beiden Länder unterzeichnete Jelzin dabei eigenhändig. Gut, Schablone. Beirut. Papst Johannes Paul II. Flog heute für 2 Tage in den Libanon. Dort will er sich insbesondere für eine Verbesserung der Gesundheitsvorsorge und der hygienischen Verhältnisse einsetzen. So, jetzt gleich wird's ein bisschen wehtun, aber Sie mussten ja den Termin ständig verschieben. Nee, tut mir leid, damit gehen Sie wohl besser zum Hufschmied. Köln, am Donnerstag war Vatertag. Nach Informationen des Deutschen Einzelhandelsverbandes haben sich in diesem Jahr wieder viele Väter selbst beschenkt. Das hab ich aber gewusst, dass der Hans-Meiser sich scheiden lassen wird. Der hat doch was mit der Ilona Christin. Ist mir doch egal. Meine Mutter hat einen Fisch gekauft. Was, noch ein Fisch? Was denn für einen? Das ist ein ganz seltener Fisch. Der Verkäufer hat gesagt, das ist der seltenste Fisch, den es überhaupt gibt. Ja, hast du das auch schriftlich? Ja, sicher. Willi, weiterhin, komm schon ganz durcheinander. Was schriftlich? Nee, aber der war teuer. So, Fischchen. Du, Vater, und sag Bescheid, wenn was ist, ne? Ja, sicher.
für Sie. So, willkommen zu Hause, Fischchen. Nee, das ist schön hier, ne? Verspreche sich gut für unseren Panzer, hey. Jetzt sicher. Alles Gute, tschüss. Du Mutter, was war das gerade mit dem Hans Meiser? Das war der Nachrichtenüberblick. Zurück zu Lipp. Danke. Anke. Heute, meine Damen und Herren, wurde in Frankfurt der Welttag des Buches gefeiert. Aus Freude am Lesen lassen sich auch immer mehr Menschen zum Bibliothekar umschulen. Mein Kollege Marco Riemer stellt Ihnen einen solchen Umschüler vor. Hier in dieser Bibliothek arbeitet Michael Langhans. Bis vor kurzem verdiente Herr Langhans seinen Lebensunterhalt noch mit dem Verkauf von Küchengeräten. Ja, also ich stand da immer bei Hertie im Eingang rum und habe Messer verkauft und so ein Zeug. Sehr interessant. Was hat Sie eigentlich dazu bewogen, den Beruf zu wechseln? Also wissen Sie, das Geld sitzt ja auch nicht mehr so locker bei den Leuten heutzutage. Und dann ist es da auch mächtig zugig an der Ecke. Ja, vor allen Dingen im Winter ist das kein Honigstecken. Ja, da haben Sie bestimmt gesagt. Und Michael Heikmenge sagt, Michi, wirst du Bibliothekar? Große Klasse. Ja, hallo, ich hätte gerne Romeo und Julia von Shakespeare. Na, endlich trauen sich meine Kunden. Ganz schön große Spaß und Freude haben. Hui, wir fahren wieder rückwärts. Shakespeare soll es sein. Jawohl, Hack für Sie ein Romeo. Und warten Sie. Eine Julia. Und bei heute so schönes Wetter, es legt noch einen drauf, ja. Einen Hamlet für die junge Frau und einen Othello, ja. Was ihr wollt und weil ich so gute Laune habe, noch ganz speziell dazu aus der Gesamtausgabe von Karl May. Ja, nur die Highlights. Nicht ein Band, nicht zwei Bände, nicht drei Bände, nee, vier Bände, junge Frau. Und weil die so schöne Umgabe, ja. Oben drauf noch ein Simmel und eins, je kommt er nicht. Und damit jeder sagt, ja, der Langhass lässt sich lumpen. Dabei noch ein formschöner Zwiebelschneider. Und wenn sie morgen wieder kommen, bieten ihnen Goethe ein Kohl, der Kino zu zweit sieht und jetzt in jedem dritten Buch ist ein Beispiel, das Mut macht. Vom Langhans zum Bibliothekar. Zurück zur Wochenschau. Und nun gebe ich ab an Bastian Pastewka mit der Presseshow. Die Presseshow wird Ihnen präsentiert von Dumm Rumstehen, Ihrer Zeitschrift fürs Dumm Rumstehen. Guten Abend. Der Lieblingsfrühstücksaufstrich der Deutschen informiert in einer groß angelegten Werbekampagne über die Verdienste der Haselnusspaste bei Fußballspielern. Nutella. Damit sind die meisten Nationalspieler groß geworden. Bis auf Thomas Hessler und Darius Bosch. Von einem tragischen Unglück setzte der Kölner Stadtanzeiger seine Leser in Kenntnis. Tieffliege ließ Decke nicht einstürzen. Vier Kinder wurden nicht verletzt. Davon eines nicht schwer. Dem Wirtschaftsteil des Kölner Stadtanzeigers entnehmen wir die schockierende Meldung, dass sich Inder den Großkonzern Thyssen einverleiben wollen. Die Nachricht schlug ein wie eine Bombay. Der auf Flugzeugturbane spezialisierte Industriekonzern erklärte auf Vorwürfe, man habe sich verkalkutaliert. Das sei alles billige Propagandi und die Verhandlungen seien noch in vollem Gang. Die Bundesbahn, so scheint es, erwärmt sich immer mehr für ihre Fahrgäste. Der auflagenschwache Kölner Express meldet Feuer im ICE. Zum Glück hatte der Schaffner Wasser in den Beinen. Und zum Schluss, die Pornodarstellerin Anja Kohls aus Halle geriet nach einer feuchtfröhlichen Geburtstagsparty in eine Alkoholkontrolle und musste blasen. An der Aktion waren insgesamt 197 Streifenwagen beteiligt. Das waren die Schlagzeilen der Woche. Die Presseshow wurde Ihnen präsentiert von Dumm Rumstehen mit der Sonderbeilage Saublöd abhängen. Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth muss nun schon seit Wochen den Flieger stehen lassen und mit der Bahn in die Schweiz fahren. Wie die Politiker seitdem unter Rita zu leiden haben, zeigen wir Ihnen jetzt in einer neuen Folge unserer Erfolgsserie Bonanza, der Bundestagssoap mit allen Bonner Politstars. Sehen Sie nun eine weitere Folge der Erfolgsserie Bonanza. Diesmal mit Otto Graf Lambsdorff, Rudolf Dressler, featuring Rita Süssmuth.
Und vielleicht auch mit mich. Morgen, morgen, morgen zusammen. So, ich leg Ihnen das mal hier hin. Leg hin und verzieh dich. Boah, ist die alte sauer. Morgen, Kollegen. Ich sage bewusst nicht guten Morgen. Ich habe schlechte Laune. Deshalb schlage ich vor, wir beginnen die heutige Sitzung mit ein paar Witzen. Herr Blüm, kommen Sie nach vorne. Sie beginnen. Oh Mann, immer auf die kleinen, alte Schreckschraube. So, meine Damen und Herren, verehrte Damen, mir fällt da auf Anhieb höchstens eine lustige Quizfrage ein, die mir mein Opa mal gestellt hat. Was ist warm und riecht nach Banane? Der Schabing weiß das bestimmt. Banane? Ja, das ist doch ganz klar. Das ist das Dingens, wie heißt das noch? Ja, bitte? Affenkotze. Ha, 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 Norbert. Ha, ha, ha. Das ist ja wieder typisch Norbert. Affen erbrochen ist jetzt doch auch getan. Vielen Dank, Herr Blüm. Netter Versuch, aber über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten. Ich muss sagen, ich habe Besseres von Ihnen gehört. Kennt vielleicht irgendjemand noch einen? Herr Dressler. Also, wenn die Rita schlechte Laune hat, ist mit ihr nicht zu spaßen. Ja. Rita, jetzt kommt ein Knaller. So, kleinen Moment noch. Ich guck grad mal nach. Ich hab ihn mir hier irgendwo aufgeschrieben. Echt? Der Dressler ist eine Stimmungskanone. Also, in der Schule erklärt der Lehrer den Mond und schließt dabei nicht aus, dass dieser bewohnt ist. Da beginnt die kleine Erna zu lachen. Warum lachst du denn da? Fragt daraufhin der Lehrer. Die kleine Erna, ich stelle mir gerade das Gedränge bei Halbmond vor. Ja, Herr Dressler, ich schlage vor, wir vergessen das, aber immerhin. So, wer hat noch einen? Lambsdorff. Dankeschön, Westerwelle, du Trottel. Jetzt bleibt wohl nur noch ein Blondinenwitz. Ich kann mit den Händen Furzgeräusche machen. Komm, Rita. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe anwesende Gäste, ich möchte Ihnen nun den neuesten Blondinenwitz erzählen. Frau Süßmuth, können Sie es bei mir ein bisschen lauter machen? Ich verstehe sonst gar nichts. Also, was macht man, wenn eine Blondine eine Handgranate nach einem wirft? Man löst die Sicherung und wirft sie zurück. Danke. Du machst erst das Fett in die Pfanne und dann die Fischstäbchen. Das ist ja wohl die Höhe. Und ausgerechnet Sie, Herr Lambsdorff, machen hier Witze über behinderte Minderheiten. Das geht eindeutig zu weit. Stehen Sie alle auf und schämen Sie sich. Oh, schon Feierabend. Vielleicht hätte ich doch besser meine Furzgeräusche vorgemacht. So, das haben Sie jetzt davon. Ich fahre jetzt in die Stadt Kaffee trinken und Sie bleiben so lange stehen, bis ich zurück bin. Auf Wiedersehen. Müssen die Abgeordneten jetzt im Stehen sitzen? Und warum war ich eigentlich in dieser Folge nur so kurz dabei? Antworten auf diese und andere Fragen in der nächsten Folge von Bonanza. Und gleich sehen Sie noch in der Wochenshow praktische Tipps, damit Sie beim Gebrauchtwarenkauf nicht übers Ohr gehauen werden. Also, bleiben Sie dran. Willkommen zurück zur Wochenshow. Und das sind die weiteren Themen dieser Woche. Der Main, Feuerwehr treibt Schabernack mit Außerirdischem. Wie immer, Vatertag verlief ohne Höhepunkte. Und Rheinfall, Reisernte in Chemnitz ohne Erfolg. Jetzt im Frühjahr, meine Damen und Herren, suchen viele Autofahrer wieder nach einem Schnäppchen auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Wie wäre es zum Beispiel mit Schumis alten Ferrari? Breitreifen, tiefer gelegt und wenig gefahren. Aber es gibt noch mehr Punkte, die Sie beachten sollten. Sehen Sie jetzt dazu unseren Ratgeber, der versiebte Sinn.
Frühjahr. Die beste Jahreszeit, um sich einen Gebrauchtwagen zu kaufen. Hier ein paar Tipps. Versuchen Sie gleich zu Beginn, das Eis zu brechen. Damit schaffen Sie eine freundschaftliche Basis für die Kaufverhandlung. Prüfen Sie dann den Wagen auf Herz und Nieren. Unseriöse Verkäufer ersetzen die Wischerblätter gern durch sogenannte Lakritzstangen. Besonders wichtig, lassen Sie sich kein Auto mit abgefahrenen Reifen andrehen. Kontrollieren Sie mit einem spitzen Gegenstand die Profiltiefe. Sie muss mindestens 6 mm betragen. Roststellen an der Karosserie werden oft nur übermalt. Ein Auto rostet am ehesten an der Motorhaube. Prüfen Sie doch besonders gründlich. Machen Sie immer eine Probefahrt. Nur so können Sie feststellen, wie verkehrstauglich der Gebrauchtwagen wirklich ist. Ein seriöser Anbieter hat nichts dagegen, wenn Sie die Probefahrt allein machen. Checken Sie sofort den Airbag. Fahren Sie zu diesem Zweck angeschnallt und mit mindestens 30 km pro Stunde gegen ein anderes Auto. Dieser Gebrauchtwagen war wohl in Ordnung. Ich mag den Golf, aber den eigentlich nicht. Das war die Wochenshow. Gleich verraten wir Ihnen noch, was Sie abends auf keinen Fall essen sollten. Sag mal, hast du einen fahren lassen? Wie ist denn gerade mit Rosenkohl? Könntest du nichts machen. Du, jetzt reicht's dann langsam, ne? Von mir aus kannst du auf der Baustelle herumpupsen, wie du willst. Meinetwegen kannst du auch in die Hosen machen. Aber nicht in meinem Wagen, ist das klar?